Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Winx Club Rette Althea. Wir waren letztes Mal bei Nummer 3-6 stehen geblieben und es sieht sogar so aus, als hätten wir es sogar bald das Spiel beendet. Eine Spielfigur wählen. Wir haben schon Stella gesehen, letztes Mal haben wir Layla gesehen. Blumen haben wir schon ganz oft gesehen. Jetzt gucken wir mal Musa an. Ich glaube, die haben wir zwar schon ein paar Mal gesehen, aber die können wir ja gerne nochmal angucken. Ich habe auch gelesen gehabt, dass ihr geschrieben gehabt, dass Musas Mutter asiatisch war. Und das merkt man wirklich raus. Okay. Oh, Mumie. Okay. Gut, wir müssen dann einen Teil finden. Und dann geht's auch schon weiter. Wir sammeln natürlich noch alle diese goldenen Dinge ein, weil die uns helfen, damit wir... Oh, damit wir aufleveln. Und das bedeutet, wenn wir leveln, dass wir dann... Nein. Dass wir dann vielleicht unsere Zaubersprüche und alles noch viel, viel schneller kriegen und sprechen können. Okay, jetzt, ouch. Einmal hier hoch. So. Oh. Das hätte ich eigentlich kommen sehen sollen. Habe ich jetzt aber doch nicht. Ah, da ist nur eine reingeflogen. Das macht aber absolut gar nichts. Ouch. Weil wir die alle noch hier mit unserer Magie zerschießen. Okay. Eier hier noch. Ich weiß gar nicht, was das für Dinge sind. Nein. Autsch. Vielleicht mal reingeflogen. Ja, weil ich das so gut kann. Das hat sich jetzt aber nicht gelohnt, sag mal. Eier jetzt wieder. Also das geht wirklich sehr viel schneller, als es bei uns am Anfang ging, muss ich jetzt wirklich zugeben. Okay, Moment. Ist das, wo wir hergekommen sind? Autschi. Ist das, wo wir hergekommen sind? Ich guck mal kurz nach. Nur im Falle eines Falles? Nein, aber da ist das Geschenk. Ja, da oben ist noch was. Gut, wir holen das noch kurz da oben. Ups. Da geht es ja gar nicht hoch, sondern ouch, sondern hier. Oh, und ich wollte dich fragen, kennt ihr denn Twilight? Ich weiß nicht, habe ich es schon gefragt? Keine Ahnung. Wenn ihr... Au. Wenn ihr Twilight kennt, schreibt es doch mal in die Kommentare. Und was mögt ihr bei Twilight am liebsten, falls ihr das gemocht habt? Oder was habt ihr an Twilight gar nicht gemocht, wenn ihr das nicht angeguckt habt? Oder wenn ihr das angeguckt habt, aber nicht gemocht habt? Ich persönlich liebe Twilight. Das war eines meiner liebsten Filme. Die Bücher habe ich nicht gelesen gehabt. Eins habe ich gelesen gehabt eigentlich. Aber die anderen habe ich... Da bin ich nicht dazu gekommen. Die habe ich gar nicht gelesen gehabt. Ich habe das fünfte Buch, aber... Ich habe das erste und das fünfte Buch. Aber die anderen habe ich noch gar nicht gekauft gehabt oder gelesen gehabt. Da komme ich auch gerade gar nicht dazu. Aber wenn ich irgendwie mal wieder lesen sollte, dann garantiert die Twilight-Bücher. Weil die ja sehr gut sind. Also der erste Band war super gut. Wir sind schon fast im nächsten Level. Der erste Band war super gut. Und jetzt einmal 3-7. Der erste Band war ziemlich gut. Also denke ich, dass die anderen Bände auch gut sind. Oder lest im Allgemeinen viele. Wer weiß. Okay, Moment. Ich kann das... Da unten sollen eigentlich diese anderen Feen sein, aber ich kann das reparieren. Einen Moment bitte. Okay, da sind wir wieder. So einfach geht's. Gut, dann... Oh, ich vergesse immer, dass ich das machen kann. Huch, was macht das denn? Habe ich ganz vergessen, was das macht? Okay, macht nichts. Schaden tut's nicht. Das hat gar nichts gebracht. Okay. Au! Sag mal, nicht so aggressiv hier. Okay. Oh, oh. Hier unten noch.
Piu, 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 piu. Da war noch irgendwo unten was. Gut, da ist jetzt nichts mehr. Über uns ist noch was, also müssen wir jetzt ganz vorsichtig sein. Autsch. So viel zum Thema vorsichtig. Oh, habe ich gar nicht gesehen, sag mal. Ach, das hält mich fest, damit ich die vermöbeln kann. Okay. Ich glaube, da konnte man auch drüber fliegen, so wie es aussah. Ah, ja, 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 okay. Autsch. Vielleicht sollte ich aber erstmal runtergehen. Das klappt aber auch nicht immer, das von der Lebensdauer. Autsch. Ja, ja, blöd bleibt. Autsch. Blöd bleibt blöd, da helfen keine Pillen. Okay, jetzt haben wir aber auf jeden Fall das Geschenk bekommen, welches wir auch. Huch! Ja. Da kann er jetzt auch nichts machen. Oh, oh, Mumie. Oh, nochmal eine. Wo kommt die denn her? Sag mal, die kommen aus dem Nirgendwo. Ich glaube, weil die. Weiß ich gar nicht mehr, wie die hieß. Samira. Irgendwie sowas. Weil die Liebe da das Portal, ich glaube ein Portal hat, um die da zu uns zu verzaubern, herzuzaubern. Okay. Gut. Jetzt noch einmal hier durch und hier durch. Oh. Das macht gar nichts. Auch wenn ich die. Ja, können wir ranfliegen. Auch wenn ich mich zu denen drehe, macht das überhaupt gar nichts. Okay, dann schauen wir mal, ob wir jetzt Level 7 sind oder nicht. Wenn ja, wäre schön. Wenn nicht, schade, aber vielleicht klappt es ja im nächsten Level. Wir haben noch die Blume und wir haben 133. Beste Punktzahl. Ja, danke schön. Und wir haben es zu Level 7 geschafft. Was bedeutet das für uns? Gesundheitsboost. Ja, danke schön. Das können wir gut gebrauchen, Mensch. Okay. Als nächstes 3,8. Gut, dann nehmen wir mal Blumen. Letztes Artefakt ist in der Nähe. Beeilen wir uns und schnappen wir es uns, damit wir unsere Feengestalt zurückbekommen können. Gut. Dann machen wir das mal. Was hatte denn die nochmal für eine Fähigkeit? Ach so, die kann ja diese Dinge hier rausbringen. Da brauchen wir Layla. Gehen wir mal drauf. Und schwupps. Ah, guck mal, wo es uns hinbringt. Ganz genau da, wo wir hin müssen. Das klappt ja sehr, sehr schön. Autsch. Das war sehr clever. Können wir gleich rüber gehen. Dann nochmal hier rüber. Dann brauchen wir wieder Stella. Und dann können wir hier runter. Oh, oh. Oh, das funktioniert ja gar nicht. Habe ich ganz vergessen. Nein. Ich brauche die liebe Tekna hier. Blum. Okay. Autsch. Blum, 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 blum. Ach, ich muss da drauf landen, oder was? Okay. Layla. Autsch, das war vielleicht nicht so gut oder günstig. Wir gehen jetzt mal wieder hier hoch. Das war knapp. Also so auf jeden Fall nicht. Ich frage mich, wo wir da hingehen müssen. Ah, da unten. Hier rüber. Alles klar. Blumen wieder. Aha. Aha. Okay. Ups, die. Oh, Scheibenkleister, das hätte ich. Ah, man kann da nochmal hochgehen. Gut. Weil ich das nicht angemacht habe. Das war vielleicht nicht so eine günstige Idee. Aha. Jetzt klappt das sehr gut. Wir müssen auch hier drauf. Mensch, da gibt es so viele Sachen zum Anmachen. Da können wir nicht rüber. Da auch nicht. Gut, dann müssen wir halt hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Nein. Oh, okay.
Vielleicht, wenn wir nochmal rübergehen. Dann können wir hoch. Okay. Und nochmal so. Autsch, das war gar nicht so günstig. Nee. Wieso willst du denn nicht? Vielleicht hätten wir das zuerst anmachen müssen. Hm. Komisch. Ah, vielleicht brauchen wir die liebe Leila, um darüber zu springen. Ich lasse die Maus jetzt einfach mal da, weil wir die sicherlich noch brauchen werden. Ach, das schafft sie nicht. Huch! Okay, jetzt wissen wir, wohin wir müssen. Gut, dann wissen wir das jetzt auch. Und zwar brauchen wir die liebe Flora. So. Damit wir dann nicht mehr runterfallen. Nein. Mach da hoch. Nein, 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 nein. Okay. Nein, nein. Können wir nicht hoch. Au. Sei doch nicht so aggressiv. Au. Nein, 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 nein. Ich möchte da runter. Sehr schön. Dann können wir jetzt mit der lieben Stella hier hin. Ups, die Wups. Nein, geh weg. Geh weg, geh weg, weh, 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 weh. Autsch. Au. Dann brauchen wir die liebe Leila. Ich kann ja so schön hochspringen. Haha, du triffst mich nicht. Okay. Aha. Aha, so kommen wir also rüber. Okay. Hallo. Hallo. Gut, müssen wir hier hochspringen. Und. Autsch, geh weg. Jetzt wieder, was ist da oben? Nein, 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 du magst mich nicht. Ich mag dich nicht. Wir mögen. Nein. Au. Oh Gott. Autsch. Sag mal, so aggressiv schon wieder. Immer diese aggressiven Mumien. Okay. Nicht so gut. Oh, dann gehen wir mal hoch. Ha, die Mumie ist jetzt weg. Nee, die ist nicht weg, die ist da drüben. Nein, 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 nein. Ja, sehr schön. Genau, das mal. Nein. Ha, ausgetrickst. Wir brauchen wieder Flora. Schwupp. Schnell. Huch. Oh, was ist das? Das ist wahrscheinlich, was wir brauchen. Ah! Ah, okay. Jetzt funktioniert das. Gut. Dann haben wir es geschafft. Das ist das Letzte. Wie passen sie zusammen? Ich bin mir nicht wirklich sicher. Der Teil wurde in der Nachforschung nicht erwähnt. Lasst es mich mal versuchen. Wie ist das? Es hat geklappt. Lasst uns diesen Talisman holen. Und ihn zerstören. Okay. Ach, Level 7 ist das höchste Level, das man erreichen kann. Und wir haben es schon erreicht. Gut. Dann müssen wir gar nicht mehr uns drauf fokussieren, dass wir jetzt die orangenen Dinger einsammeln. Das ist auch sehr schön zu wissen. Okay. Tekla. Finde ich immer noch am schönsten. Weiß ich nicht wieso. Finde ich einfach cool. Okay. Ah ja, danke schön. Ich wollte gerade sagen. Sag mal. Ich höre immer so ein Schnarchen. Hört ihr das auch? Und wenn ja, wer, wie, wo oder was ist das? Achso, kann ich ein Schild machen. Sag mal. Ganz vergessen hier. Gut, müssen wir natürlich nur rausfinden, wo wir hin müssen. Und dann. Vielleicht sind das die Mumien. Da habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht hört man die Mumien einfach schlafen. Nein, da unten, Techno. Guck mal, da unten. Okay. Also wir müssen ja jetzt nicht mehr... Da oben ist das Level beendet. Da wollen wir aber gar nicht hin. Aha, Geschenk. Autsch, gelegt. Wie blödes Ding, du. Wir brauchen das gar nicht mehr. Gut. Dann, ja. Wenn wir jetzt hier zum Level Ende gehen. Ah, nein, kann ich nicht.
Und nochmal. Das Schild ist so praktisch von der Techna. Da können wir jetzt einfach nur durchgehen. Durch das ganze Spiel damit. Huch. Nochmal das Schild jetzt. Und dann sollte es uns eigentlich sehr gut gehen. Guck mal nochmal. Und das Schild nochmal. Ja, sehr schön. Gut. Achtung. Und jetzt einmal runter. Sehr schön, dann haben wir das geschafft. Ja, ja, wissen wir schon. Okay. Sehr schön. Gut, dann sind wir jetzt bei der letzten... bei dem letzten Level, 13. Dafür wählen wir Techna wieder, weil ihm mit dem Schild so gut ist. Da ist der Talisman. Zuerst müssen wir uns durch diese grenzen Kreaturen kämpfen. Da kommen sie also alle her. Das sind so viele. Gut, dann sehen wir jetzt noch einmal Technas Verwandlung. Und, okay. Den finde ich mit dem Schild einfach so praktisch. Gut. Okay, da ist das Geschenk. Okay, da kommen wir nicht durch. Ist es hier das? Ja. Das ist es auf jeden Fall. Gut, das Geschenk haben wir eingesammelt. Huh. Genau, geh du mal weg, du blöde Mumie. Und jetzt noch mal das Schild. Okay. Oh, was ist das da? Ach, jetzt kommt die nicht mehr raus. Tja, ja. Pech gehabt. Okay. Das war so, weil ich weiß, weiß ich auch nicht. Okay, wo können wir uns. Das ist jetzt auch gefangen. Ah, das kann es aber trotzdem noch. Gut, dann müssen wir das jetzt auch. Die Frage ist jetzt, wie öffnen wir das? Ah, vielleicht hier oben irgendwo. Ah, und dann dürfen wir jetzt nicht mehr durchfliegen. Jetzt können wir wieder durch die Gegner durchfliegen. Aha. Au. Das hat ganz schön was gesetzt. Hm. Okay, das müssen wir... Das haben wir schon gesehen. Jetzt müssen wir noch mehr Sachen finden. Ah, jetzt guck mal hier. Sehr schön. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Auf jeden Fall. Können wir denn da durchfliegen? Wir müssen da durchfliegen. Okay. Dann... sind wir jetzt fertig? Also wir haben es jetzt durchgeschafft. Oh nein, mehr Monster kommen heraus. Schnell, schnappt ihr den Talisman. Nein. Ist das Harlekuntum? Wie habt ihr es geschafft, es euch zu holen? Das war unmöglich. Du bist zu spät, um uns aufzuhalten. Aktiviere es. Jetzt. Nein. Wie konnte das geschehen? Dein Plan hat nicht funktioniert, Selina. Ah, das war ihr Name. Ihr werdet euch noch wundern, was eines Tages geschehen wird. Das war eine tolle Leistung von allen. Das wär's dann also. Unsere Feier kann losgehen. Ich werde alle im Handumdrehen in Schale werfen. Ich werde die Musik anschmeißen. Lasst mich eure Lichtshow in Gang bringen, Lisa. Wartet nur ab und seht, welchen Zaubertrank ich zusammengebraucht habe. Also gut, los geht's, Wings. Okay. Beste Punktzahl, sehr schön. Gut. Das war's jetzt mit dem Spiel. Ich hoffe, dieses Spiel hat euch gefallen. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu lassen und, also falls es euch gefallen hat, und mich zu abonnieren, damit ihr auch keine neuen Folgen mehr verpasst. Das nächste Let's Play wird wieder ein Nintendo DS Let's Play. Das wird allerdings mit Facecam. Und, ja. Ich hoffe, dieses Spiel hat euch gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und natürlich fürs Auswählen. Das war ein sehr, sehr schönes Spiel. Definitiv sehr, sehr viel besser als Wings Club, Believe X in You. Ich habe, wie gesagt, schon in anderen Videos, ich habe die anderen Wings Club Spiele aus der Liste gestrichen, weil die, genauso wie das Believe X, nur kleine Minispiele waren, ohne irgendwie irgendwelche Story.
Deswegen habe ich die rausgestrichen, weil wir jetzt wissen, dass wir sowas nicht mögen. Und ja, was als nächstes rauskommt, wird eine Überraschung, kommt aber auf jeden Fall nächsten Donnerstag um 12.30 Uhr raus. Ich hoffe, wie gesagt, dass dieses Let's Play euch gefallen hat. Vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, wie ihr es fandet. Und ja, wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich sehe euch dann am nächsten Donnerstag mit einem neuen Let's Play und Facecam. Bis dahin, eure Käsekuchen. Tschüss!